Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Fotzebärchens. Fangen wir das Video heute doch mal ganz anders an, ne? Nicht immer hier auspacken und hast du nicht gesehen, sondern auch mal, wie es zum Auspacken kommt. Man kriegt immer so eine schöne Benachrichtigungskarte im Postkasten, ne? Und dann muss man zur Post laufen, da gehe ich jetzt gerade mal hin, und dann da reingehen und das Paket abholen. Ich bin sehr gespannt, was das ist. Vielleicht ist es ja schon Hobbylink Japan Godzilla. Und es ist sehr windig heute, aber schön warm. Wir haben so einen schönen Spätherbsttag, will ich das mal nennen. Ne? Ja, wir gucken jetzt einfach mal, was das so gibt. Ne? Tschüss. Ja, sind wir im Postamt drin. Ne? Leben als YouTuber ist es nicht so einfach. Man muss auch immer warten. Ne? Sehr viele Leute vor einem, da muss man warten, bis man diesen schönen Schein hier einlösen kann. Aber ich bin ja trotzdem noch froher Dinge, dass das der geile Scheiß aus Japan ist, den wir mit euch dann ausboxen werden, ne? Oder unboxen oder wie das im Neudeutsch halt heißt. Man weiß es immer nicht. Ne? Oh, es geht eine Reihe weiter. Ihr seht das gleich, wenn ich das Paket dann mal habe. Und ich hoffe, es ist das tatsächlich. Ne? Weil dann gibt es wieder neue Gojira-Figuren. Ja, da freut ihr euch immer alle drauf. Ne? Nicht mal Masters machen. Auch mal Godzilla machen. Schwuppdiwupp, unterschrieben und schon wieder raus. Ne? Und hier ist das schöne Paket. Ja, es ist wirklich von Hobbylink Japan. Das heißt, es sind zwei Godzilla-Figuren drin. Zoll kam natürlich noch dazu. 14,60 Euro. Ne? Da muss ich auch mal einen kleinen Rent loslassen. Ne? Globalisierung ist immer alles ganz toll. Ne? Aber wenn der kleine Mann sich mal irgendwie was kaufen möchte oder so, dann muss Globalisierung natürlich bezahlt werden. Ne? Nicht hier Industrie, das ist so schlimm, ne? Das ist nicht so schlimm. Aber wenn die großen Großkopferten merken, dass der kleine Mann was günstiger bekommt im Ausland, dann bezahlt er Zoll. So ist das halt, ne? So, jetzt bringe ich mal mein Gut nach Hause. Und dann packen wir das mal zusammen aus. Ne? Ich weiß, ihr habt schon richtig Bock drauf und ihr möchtet gerne wissen, was da drin ist. Das erfahrt ihr aber tatsächlich erst nach dem Intro. Also dranbleiben, lohnt sich. Bis gleich. Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Dieses Videoprogramm ist nicht für Kinder geeignet. Ja, hallo meine Fotzebärchens und jetzt nochmal richtig Klingelingeling, ne? Nach dem Intro und der ganzen Postaktion kann man sich erstmal noch ein schönes, gekühltes Hansa gönnen. Klingelingeling. Prostata tirallalai. Ja, und richtig, ich hatte recht. Es kam ein Paket von Hobbylink Japan, ne? Meiner Lieblingsversandfirma aus Japan, aus dem Land der aufgehenden Sonne. Da haben wir mal wieder bestellt. Und naja, wenn ich da bestelle, dann wisst ihr ja eigentlich schon, was da drin ist. Ich nehme hier mal mein Tool of the Trade und damit ich hier das Bier nicht umstoße, mache ich das mal hier ganz vorsichtig auf. Dann schauen wir da mal zusammen rein. Ah, ich weiß ja eigentlich schon, was drin ist, ihr aber nicht, ne? Das ist immer ganz witzig, ne? So, machen wir das hier auf. Nehme ich das mal auf den Schoß. Ach, oh ja, oh wie schön. Haben wir hier so eine schöne Tüte, ne? Ja, kann man immer noch nicht so viel erkennen, ne? Ja, schwarze Loch kann ich das jetzt nicht werfen, weil das schwarze Loch ist ja drin neben meiner Couch. Also kommt das ja nirgendwo an. Also von daher, wie dem auch sei. So, wir schneiden das jetzt mal auf hier, Tütchen, gucken da mal rein und wir sehen es schon. Wir sehen es doch schon an der Schwanz. Es sind Godzilla-Figuren. Ja, ich habe mir überlegt, ich mache nochmal ein Unboxing draußen auf meiner Hacienda. Ja, weil ist ja so schönes Herbst, spätherbstliches Wetter. Es ist nur ein wenig windig. Ich hoffe, ihr versteht das mit dem Ton, aber das wird schon funktionieren. Ne? Die Bäume rauschen so im Hintergrund. Ne? Gebt euch mal eine Sekunde, das ist eigentlich sehr beruhigend. Ja, Sekunde genug. So, machen wir mal Klingelingeling. Ja, und was haben wir da? Wir haben natürlich zwei Godzilla-Figuren. Und zwar, die sind immer hier in diesen Plastikbags, ne? Weil in Japan ist es ja so, da gibt es so Blister, ist eher wenig. Die hängen halt immer
so in den Läden, ne? Habe ich schon tausendmal erklärt. Jedes Mal, wenn ich eine Godzilla-Figur auspacke. Und wen haben wir denn da? Wir gucken mal jetzt hier mal an der Seite hier, ne? Wen haben wir denn da? Wir haben hier einen Godzilla, den packe ich mal hier an die Seite. Ein Godzilla, 1955er Godzilla, ne? Godzilla kehrt zurück. Das erste Mal, dass Anguirus aufgetreten ist in einem Godzilla-Film, ne? Gegen das Monster kämpft er nämlich in diesem Film, dem zweiten Godzilla-Film, den es gab. 1954 kam ja das Original raus, 1955, dann direkt ein Jahr später hieß es, Godzilla muss noch mal ran, ne? Da sind die Japaner nicht anders wie die Amis. Wenn irgendwas Erfolg hat, direkt das Sequel nachschieben, direkt Kasse machen und guck mal, wie schön er aussieht, ne? Und der fehlte mir eigentlich noch. Oder der fehlte mir nicht eigentlich noch, der fehlte mir tatsächlich noch. Hier auch schön in diesem grau gehaltenen, ne? Dieses schwarz-weiß Dingen, weil tatsächlich war Godzilla 55 noch schwarz-weiß, bevor es dann farbig wurde. Aber der ist noch in schwarz-weiß gedreht, tatsächlich. Wenn man sich den jetzt mal anguckt, ja, man kann nicht viel machen. Man kann die Arme bewegen hier, Beine ein bisschen, noch nicht mal den Kopf und Schwanz, nee, auch nicht. Nur Arme und Beine bewegen. Und dann ist das ganz gut so. Den stellen wir mal hier hin. Und vom Jahr 55 springen wir dann mal in das letzte Jahr. Ne? Wir haben ja jetzt 24, dann springen wir mal in das Jahr 2023. Und da sieht man schon, die Echse ist ein bisschen größer geworden. Wir können die ja mal so ein bisschen hier zusammenstellen. Ne? Dann könnt ihr das mal sehen. Die Echse ist größer geworden. Godzilla Minus One. Das ist die Figur zum entsprechenden Kinofilm, wo ich ja hoffe, dass es demnächst mal auf Blu-ray oder auf DVD erscheint, weil Blu-rays kaufe ich ja gar nicht. Ich kann, wisst ihr, das ist auch so ein Ding. Da hast du all deine Lieblingsfilme auf VHS gehabt. Dann denkst du dir, ja, kommt DVD, okay. Also fängst du an, die Lieblingsfilme auf DVD umzuarbeiten. Und jetzt nochmal auf Blu-ray. No fucking way. Ich muss auch nicht jede Pore sehen und jeden Pickel, deswegen nehme ich ja hier auch immer nur in so HD Ready oder HD auf. Ne? Das reicht. Das reicht überhaupt. Generell. Und dann könnt ihr auch nicht meine schiefe Pfanne sehen, wie ich hier schon hier verpoort bin und so. Das ist eigentlich ganz gut. Ne? So, machen wir erstmal Pingelingeling, dann erzähle ich euch dazu was. Pingelingeling. Prostata Tirallalai. Ja, 2023 kam Godzilla Minus One in die Kinos und er hat einfach mal Hollywood zerstört. Er hat einfach mit einem Budget von 15 Millionen Dollar, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, 15 Millionen Dollar, ne? Eine normale Hollywood-Produktion, die fängt ja nicht bei unter 100 Millionen heutzutage an. Und wenn man sich dann sowas anguckt wie, keine Ahnung, hier Indiana Jones mit seinen 300 oder 250, 300.000 Millionen Dollar irgendwie. Flop. Freut mich aber auch. Disney kann ruhig weiter Flops produzieren, das finde ich ganz gut. Dieser Firma muss Einhalt geboten werden. Toho hat es gezeigt, wie es geht, mit 15 Millionen Dollar einen großartigen Film auf die Beine zu stellen und haben sogar den Oscar für die besten Special Effects abgesahnt. Und das mit einem so geringen Budget. Dann, ne? Die wissen, wie es geht. Ich sag's ja immer wieder. Naja, gut. Alles ist ja auch nicht Gold, was glänzt. Ne? Ich war da mal irgendwann und da habe ich so Straßenmusiker gesehen und die wurden dann von der Polizei angehalten und Straßenmusik ist da in Tokio ganz verboten und die müssen hohe Strafen bezahlen. Also es ist nicht alles Gold, was glänzt. Da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen und auch hier, was so Urlaubstage angeht, 10 Urlaubstage im Schnitt ist in Japan der Standard. Unser eins hat hier gesetzlich geregelt, ich glaube 21 oder 24, ich weiß es nicht mehr genau. Aber es geht ja jetzt nicht hier um Politik oder irgendwas, es geht ja um Godzilla und über... obwohl Politik und Godzilla, das ist ja auch noch so ein Ding. Es gab ja noch diesen Shin Godzilla, da wurde nämlich mal offenbart, dass die Politik da total hilflos war und einfach nur wie, weiß ich nicht, Hühner rumgelaufen sind und gar nicht wussten, was sie tun sollten. Das war eine Persiflage an das Government, an die Regierung, die es halt nicht hinbekommen haben. Godzilla Minus One, um das nochmal kurz zu erläutern, war ein Film,
Da ging es halt um den Zweiten Weltkrieg. Das Land lag in Schutt und Asche, hast du nicht gesehen, war schon am Zero Point. Und dann kommt noch Godzilla. Deswegen heißt er halt Minus One. Also kann es noch schlechter gehen. Ja, wenn Godzilla kommt, dann wird alles richtig übel. Was ich dem Film so ein bisschen übel nehme, ist einfach dieses, wir fangen schon wieder an, diese ganze Geschichte neu aufzuarbeiten. Ne? Mach doch mal so ein bisschen Monster Mash mit anderen irgendwie, nicht immer nochmal von vorne das Ganze beginnen. Das macht einfach irgendwie keinen Sinn. Aber jetzt gucke ich mal hier die Figur an. Auch hier kann man nur Arme und Beine bewegen. Ja, Schwanz ist starr, der Kopf ist starr. Das ist aber auch eher nur sowas für sich ins Regal stellen. Ne? Aber da kann man mal sehen, wie massiv einfach, kann man das mal hier im Vergleich sehen, wie massiv einfach dieser neue geworden ist. Ich glaube, der ist auch größer geworden und er ist einfach jetzt ein Brecher, so ein richtiger Klotz, ne? Im Vergleich zu 55. Ja gut, aber ich meine, 55 waren die Sachen auch ein bisschen kleiner, da war man auch mit weniger zufrieden. Heutzutage muss es immer bigger, better, faster sein und deswegen haben wir hier so einen riesen Klotz an Godzilla-Figur. Finde ich aber gut, fehlt mir noch in meiner Sammlung und so langsam wird das Godzilla-Regal richtig, richtig, richtig voll. Ich weiß auch gar nicht mehr, welche Figur mir so ungefähr fehlt. Bandai Namco machen das immer sehr geschickt. Die haben diese Hangtags da dran, ne? Und dann kann man immer sehen, aus welchem Jahr das ist. Ja, und dann kann man selber in seiner Sammlung gucken, oh, habe ich den aus Jahr XY schon? Ja, eigentlich bräuchte ich so 30 verschiedene Godzilla-Figuren. Habe ich, aber aus den verschiedenen Jahren. Ich bin sehr gespannt, was da noch kommt. Klingelingeling. Bing! Zum Abschluss, ihr werdet euch gewundert haben, warum der DSD heute mal nicht da ist. Ja, der hatte keine Zeit oder kommt später oder wie auch immer. Der ist halt verschollen aktuell, macht aber nichts, weil ich dachte mir, ich bin so heiß auf das Paket, ich habe so Bock, die auszupacken und die auch mal kämpfen zu lassen, obwohl, naja, Godzilla gegen Godzilla, das macht jetzt nicht so viel Sinn. Finde ich aber eine schöne Sache, die sind auch super schön gemoldet irgendwie, wenn man sich die Struktur anguckt. Das macht schon Sinn. Das ist, sieht schon sehr, 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 sehr schön aus. Fürs Regal kann man das empfehlen. Außerdem Hobbylink Japan kann ich auch wärmstens empfehlen, auch wenn die Zollgebühren da drauf kommen. Ich war aber letztens auf der Toyplosion und da kostete so eine Godzilla-Figur 60 Euro. Ich habe jetzt bezahlt mit Zoll, mit allem drum und dran, wenn man das mal so rumrechnet, 25 pro Figur. Das ist schon ein preislicher Unterschied. Naja gut, man hat halt das Gerenne, ne, mit zur Post laufen, wenn man nicht gerade zu Hause ist. Manchmal auch zum Zollamt. Das ist ja auch sehr lustig. Da gab es auch ein sehr lustiges Video, als ich mal ein Paket aus Japan bekommen habe, wo Godzilla Sake drin war. Da muss ich da tatsächlich 45 Minuten warten. Das ist aber eine andere Geschichte. Ein anderes Video könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Pingelingeling nochmal. Prostata tirallalai. Ich bin auf jeden Fall sehr, 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 sehr froh, dass ich diese beiden Figuren meiner Sammlung einverleiben konnte und wünsche euch einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann ihr jetzt seht. Und ihr könnt jetzt was? Richtig, mal richtig schön rumstampfen. Und abschalten vor allen Dingen. Abschalten, 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 abschalten.